Heute wird ein guter Tag. Schalalalalalala. Unser guter Freund Kilian Jonas ist heute in Köln. Und wenn Kilian in Köln ist, dann heißt es immer shoppen. Das ist das, was wir auch tun werden. Also ich nicht. Weil wer mein Komma-Ott-Video gesehen hat, das Neueste, der weiß, dass ich ein bisschen pleite bin. Aber ich gehe trotzdem mit, weil ist immer lustig. Oha, ist richtig diesig draußen. Ja, ungefähr so viel kann ich auch aus diesem Fenster rausgucken. Ist richtig beschlagen. Naja, bis ich wieder ein bisschen Cash in the Tash habe, um mir davon Luxusgegenstände wie schöne Klamotten zu kaufen, laufe ich einfach in YouTuber-Merch rum. Oh mein Gott! Genau jetzt, wenn ihr dieses Video seht, sollte eigentlich der neue Riven-Store online sein und da könntet ihr dieses schicke Ding hier kaufen mit dem... Oh Gott, wie filme ich mich von hinten? So, kann man irgendwas sehen? Hallo? Na, auf jeden Fall hat es so ein Logo hinten drauf und an der Seite ist das hier. Ich glaube, diese Farbe, die ich jetzt anhabe, gibt es so gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, weil man das einfach nicht so gut sehen kann. Ich glaube, wir haben dann eine andere Farbe genommen. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall aus, wenn ihr ein richtig schönes Merch-Teil haben wollt. Shoutout dann auch an alle anderen YouTuber, die heute Merch rausbringen. Nico, Luca. Ich wünschte mir, man würde mir etwas zuschicken, damit auch ich neue Klamotten habe. Wenn jetzt die Jungs da unten neue Klamotten kaufen, dann will ich auch was. Also... Ich bin ein richtiges Konsumopfer. Oh nö. Ich bin so hart müde. Schießt du das schon die ganze Zeit? Ja, eine Weile. Was ist dein? Oh. Mit dir, dass du mitkommst. Ja. Ah, ist das sonst so, hä? Aber dass du mitkommst, ist besonders. Naja, also das ist das erste Kalendertürchen, dass wir einmal im Bootshaus, das kannst du einfach hängen lassen, dann ist es lustiger, nachher die Sachen zu finden. Mhm. Einmal im Bootshaus feiern gehen. Und du zahlst auch. Nein. Ich komme halt mit. Ach, denke, ich feiere halt nicht. Ich bin halt, immer wenn er sagt, sollen wir ins Bootshaus gehen, bin ich immer eher so, nee, kein Bock. Am Ende überredet er mich dann noch mitzukommen, aber einmal komme ich freiwillig mit. Also mehr oder weniger. Ich muss dann auch Spaß haben, genau. Hi. Hi. Boah, ist voll der Kontrast. Ich war gestern im Solarium. Oh mein Gott. Unsympathisch. Jetzt laufen wir halt wirklich eins zu eins durch meinen absoluten Lieblingsladen in Köln. Hier sind einfach so ultra teure Sachen, also die kann man sich eh nicht leisten. Aber es gibt gerade so einen heftigen Sale. Ich meine, bis zu 70% reduziert, I can't. Aber ich muss mich zwingen dazu, nichts zu kaufen. Und stattdessen trage ich lieber meinen Jodie Calusi Hoodie, Link in Bio. Und, was kaufst du so? Nichts. Ich bin noch zum Beraten hier. Ja, ich auch, glaube ich. Das ist so nicht meine Preisklasse. Damn it. Das ist so richtig sad life. Wir beide sitzen hier so traurig. Wir uns so gleichzeitig hingesetzt haben und uns im Spiegel ja, betrachtet haben. Für ihn eine bessere Aussage. Voll, auf voll. Ich bin dieses Grau, das macht ihn sehr blass auch. Ja, das Schwarze war schon das, war schon das. Ja. Ja, gute Verkäuferqualitäten haben wir auf jeden Fall. Schnell so eine Aussage. Hey, wie klappt alles? Alles super. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du. Beim Ausziehen? Nee, willst du ihm helfen? Nee, lass mal. Hm. Die Verkäuferin ist ja zuvor kommt. Würde ich das einfach mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Gar kein Problem. Du hast morgen Geburtstag. Ja, genau. Nächster Laden, selbe Geschichte. Aber ich habe mein Schicksal akzeptiert und habe mich auf den Königinnenstuhl gesetzt und werde von hier aus judgen. Jetzt kriege ich doch ein Teil. Er schenkt mir einfach eins, weil heute ist ein ganz besonderer Tag für uns, nicht wahr? Ja. Außerdem haben wir in diesem Laden letztes Mal, als wir da waren, an die Wand geschrieben. Wo nochmal? Irgendwo ganz unten. Da ist Revi und not so cool und das bin ich. Schön. Und achso, Micha ist auch noch da. Das habe ich ganz vergessen. Naja, Vlog. Aber was war das denn für eine Stimme? Ich habe, glaube ich, schon seit so 2 Stunden nicht mehr geredet und das ist aber rausgekommen. Naja, Vlog ist geschnitten, gerannt, hochgeladen und auch schon online. Ich habe mir was zu essen bestellt. Das kommt auch gleich an. Ich habe leider keine Zeit gehabt, mir was zu kochen. Ich koche eigentlich viel lieber, als mir was zu bestellen. Vor allem, weil das immer so viel Müll macht. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache This Healthy Calusi Numero 2 jetzt. Und ich muss dieses Dings finden, wo ich das alles aufgeschrieben habe, weil ich nicht auswendig weiß, welche Aufgabe an welchem Tag kommt, weil ich bin dumm und meine Kamera will nicht fokussieren.
Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Wenn nicht, dann guckt den Vlog von gestern noch an. Hertha Lucy 2.0 ist gestartet. Gestern gab es die erste Aufgabe und der Vlog ist jetzt so frisch online, dass ich doch keine Sachen dazu gesehen habe. Aber ich bin mir sicher, dass ein paar von euch schon mitgemacht haben. Und passend dazu stelle ich euch jetzt die zweite Aufgabe vor. Und zwar lautet sie: Mach ein Foto von etwas, was dich heute glücklich gemacht hat. Wahlweise könnt ihr natürlich auch gerne diese Sache oder die Situation oder einen Menschen malen, abfotografieren. Vielleicht ist ja das, was euch am glücklichsten gemacht hat, heute schon vorbei. Aber vielleicht kommt es auch noch. Generell finde ich das irgendwie eine ziemlich schöne Sache. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, jeden Tag eine Sache zu fotografieren, die ich wertschätze. Und das war eine total interessante Erfahrung, weil man viel mehr darüber nachdenkt, was man schön findet, was einen glücklich macht. Sonst denkt man ja eher so darüber nach, was so die negativen Sachen sind. Aber so kommt man immer wieder daran, denkt, hey, das ist etwas, das könnte ich heute fotografieren. Oder manchmal passiert etwas Schönes und man denkt, das war es jetzt noch nicht. Es kommt bestimmt noch was viel Besseres. Und meistens, wenn man so einen Gedanken hat, dann zieht man dieses Schöne auch einfach an. Ich hoffe, dass ihr durch diese Übung ein bisschen mehr dieses Positive einfach seht. Weil es gibt sehr viel Positives im Leben. Man muss es nur erkennen. Sehr gerne könnt ihr dieses Foto natürlich auch wieder unter dem Hashtag HealthyKalussi auf Instagram oder Twitter posten. Ich werde mir so viele wie möglich anschauen und kommentieren und liken. Und natürlich auch ihr seid wieder gefragt, untereinander die Sachen anzuschauen und euch auszutauschen, Freunde zu werden. Werdet alle Freunde. Okay. In einer Sekunde sollte mein Essen eigentlich ankommen, aber bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich dachte mir, ich mache doch erstmal meinen Adventskalender auf, denn es ist ja der 1.12. Okay, ich kann es nicht im Stehen. Wisst ihr, dass es mich richtig nervt, dass es in letzter Zeit so früh dunkel wird? Also was jetzt in letzter Zeit? Im Winter halt. In letzter Zeit früh dunkel. Und es ist voll scheiße fürs Film, weil dieses Licht immer so kacke aussieht. Guck mal, wenn ich so sitze, sehe ich aus, als wäre ich so tot. Ich habe so richtig eingefallene Wangen und meine Augenhöhlen sind einfach nicht da. Sie sind einfach schwarz. Ich sehe aus wie ein Skelett. Hallo. Ich drehe einfach so. Evi durfte seinen Adventskalender ja heute Morgen schon aufmachen. Ich habe noch nicht dazu gekommen. Eieiei. Warum drucken die das auf die Rückseite, was da drin ist? Das ist doch total bescheuert. Muss man das machen, damit man sehen kann? Also so ist das so ein deutsches Ding, dass die... Das hier wird auf jeden Fall erstmal vernichtet. Ist schon so ein Ding, dass man das irgendwie so anzeigen muss, was man kauft, weil sonst wahrscheinlich alle meckern und sagen, das ist es ja gar nicht wert, dafür was zu kaufen. Oder wie ist, warum? Warum? Warum ist das so? Türchen Nummer 1 hat sich nicht so gut versteckt da oben. Ey, du bist ganz schön dumm. Schneewittchen Körperbutter. Boah, das riecht so lecker. Oh mein Gott. Wofür braucht man Körperbutter? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Das steht da nicht drauf. Könnt ihr mir bitte sagen, wofür man Körperbutter benutzt? Oh mein Gott, das riecht so lecker. Wie ein Apfel. Ein böser, vergifteter ab. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das war. Tut mir leid. Kilian war jetzt gerade nochmal bei mir. Wir haben noch ein Video für seinen Kanal aufgenommen. Das wird auch heute, wenn dieser Vlog online geht, online gehen. Ich werde auf jeden Fall seinen Kanal in die Videobeschreibung. Genau! In die Videobeschreibung packen. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Der Junge hat es unglaublich verdient. Er ist so witzig und so sympathisch und vor allem, wenn sich Leute für Fashion interessieren, sollten sie da mal vorbeischauen. Aber nicht nur die Leute, die sich für Fashion interessieren. Wir haben zum Beispiel jetzt gedreht, dass wir uns gegenseitig unsere größten Weihnachtswünsche gezeigt haben, also materielles. Und dann haben wir geschätzt, wie viel das jeweils kostet. Und es war ziemlich witzig. Ich bin mir sicher, er macht ein gutes Video draus. Jetzt gerade bin ich dabei, HealthyKalussi anzugucken. Und Leute, ihr seid doch krank. Das ist doch nicht normal. Das sind so viele Briefe, die ich hier sehe. So viele Bilder. Ich kann es noch nicht mal zählen. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt schon mitgemacht haben. Auf Twitter sind es nochmal mindestens genauso viele. Ihr seid einfach crazy und es macht mich richtig stolz und froh, dass ihr mitmacht. Und das Feedback dazu ist so positiv und oh mein Gott, ich kann das einfach... Ich weiß auch nicht. Außerdem habe ich heute ein bisschen zu viel Zucker gegessen. Wir waren so frühstücken und dann gab es so Tee mit so Kannes Zucker. Ich habe so 2 so Kannes Zucker oder 3 oder 4 vielleicht gegessen. Ich habe jetzt hier so einen Pickel bekommen. Das sieht aus, als hätte ich so ein Lippenpiercing. Sieht voll merkwürdig aus und ich bin richtig verwirrt. Oh Mann, ey. Ich habe heute Morgen so ein Video retweetet. Das kam von Nele und, also Nele hat es halt gepostet und von Nele habe ich es repostet. Ich denke mal, sie hat es auch irgendwie geschnitten. Auf jeden Fall habe ich das heute Morgen gesehen. Das ist dieser Post hier. Und ich habe mir das nicht richtig angucken können. Ich habe halt nur gesehen, dass sie Leute zusammengesammelt hat, die Danke sagen an Revi und mich. Und ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Und ich habe voll angefangen zu heulen. Weil das war so richtig süß. Also, ich meine, ich krieg
richtig häufig sowas von euch, aber ich weiß nicht, warum es jetzt genau dieses Video geschafft hat, dass mir jetzt wirklich einfach so eine Träne hier runtergelaufen ist, so während ich das geschaut habe, aber es hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht, vor allem, weil ich so viele von euch schon kenne und das irgendwie gar nicht mehr so, es ist so schwer zu erklären, aber ich nehme das gar nicht so wahr, wie ihr das wahrnehmt und werde das wahrscheinlich auch nie wirklich verstehen, was ihr fühlt und wie das für euch ist, einen YouTuber zu schauen, weil das in meiner Jugend gab es sowas halt einfach nicht. Ich hatte nie so was, wie das jetzt auf YouTube ist. Und auch wenn ihr mir das jeden Tag sagt, hat mich dieses Video irgendwie so richtig heftig berührt und so glücklich gemacht, dass ich das machen kann und dass Revi und ich solche Leute für euch sein können. Das ist einfach crazy. Naja, und im gleichen Atemzug will ich auch einfach euch nochmal Danke sagen, weil es ist nicht nur so, dass wir euch was geben, sondern ihr gebt auch uns unglaublich viel. War das Deutsch? Ihr gebt auch uns unglaublich viel. Uns auch. Genau. Und ich habe das Gefühl, das sage ich relativ oft, aber man kann es eigentlich nie genug sagen. Ja. Den Link zu diesem Tweet, den verlinke ich euch auch einfach nochmal unter diesem Video. Wer Lust hat, der kann es dann natürlich nochmal anschauen. Es ist Ende ja doch ein bisschen emotionaler geworden, als ich es geplant habe. Aber die Worte, die kommen auf jeden Fall vom Herzen. Auch am nächsten Tag kann ich euch das noch sagen. Anyways. Das Shoutout heute geht an Isa. Isa, vielen lieben Dank für deinen süßen Kommentar. So ein Kommentar bestärkt mich auf jeden Fall sehr da drin, weiterzumachen, so wie ich es bisher mache und einfach das zu tun, wie ich es fühle und mir nicht Gedanken zu machen, ob Leute jetzt Lava-Part sehen wollen oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder nicht. Danke auf jeden Fall an dich, wenn auch du einen Shoutout haben möchtest, dann mach nichts anderes als einfach nur einen Kommentar oder dieses Video zu schreiben im nächsten Vlog, suchen dann einen aus. Ich versuche heute schon den ganzen Tag meine Haare zu bändigen, warum, das seht ihr im nächsten Vlog am nächsten Morgen. Ja. Shawty can lose you. Whoa. Shawty can lose you. Oh my God. Shawty can lose you. Oh my God. Shawty can lose you. Oh my God. Shawty can lose you. Oh my God.